direkt sämtliche Sachen respawnt. Sie sehen aus wie eine Frau, die Fungus für mich hat. Jo. Ich habe alle fünf gefunden, aber sie sahen so appetitlich aus. Ja, so wirkt der Fungus auf manche Menschen. Vermutlich, weil er nicht wirklich ein Fungus ist. Er ist nicht mal aus unserer Dimension. Ich vermute, er resultiert aus der Mischung zweier inkompatibler Molekularstrukturen. Eine davon dominant. Fungus nenne ich ihn nur, weil er in Aussehen und Verhalten am ehesten einem Pilz entspricht. Oder vielleicht Bakterien. Sie erinnert mich an meine alte Biolehrerin. Haben Sie noch weitere Mitglieder meiner Rangerwache getroffen? Da waren keine Ranger, nur wandelnde Fungi-Leute. Es sei denn... Ja, diese wandelnden Fungi waren meine Ranger. Ich bezeichne diese Kreaturen als Wirte. Sie und andere unvorsichtige Agenten haben ihrem Hunger nachgegeben. Aber darüber brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Pille, die ich aus diesen Proben herstelle, macht die Durchquerung der unteren Ebenen vollkommen sicher. Und sie immunisiert zusätzlich gegen die giftigen Sporen der Grube. Ich würde Sie gerne nach Ihren Referenzen fragen. Na also, das ging doch recht fix, oder? Nehmen Sie diese Pille und suchen Sie dann die Quelle des Fungus. Nur so können wir rausfinden, wie er zu stoppen ist. Eine mysteriöse Pille schlucken, weil eine unhöfliche Frau im Schutzanzug es sagt. Ja, super Idee, Jesse. Was haben Sie erwartet? Ein Gaumenschmaus? Nicht der Geschmack, der Geruch. Es stinkt hier. Gut, die Pille funktioniert also. Je mehr es stinkt, desto sicherer sind Sie. Gehen Sie, finden Sie die Quelle. Okay. Bis später, Raya. Dr. Underhill, bitte. Das heißt, jetzt kann ich endlich in die Räume, wo die Sporen sind. Das muss diese Grube sein, von der Underhill geredet hat. Okay, Tunnelbahn. Ramsay, Ranger Captain, Notiz 7,25. Underhill hatte sie diesen beschreiten Grenzbereich runtergeschickt, um herauszufinden, warum das Gemüse so sprießt. Ich muss sagen, es riecht köstlich. Jo. Aua. Gehe ich halt hier entlang. Aber ich will da jetzt schon eigentlich nachgucken, was da hinten dran ist. Nix. So. Ein bisschen Health wäre schön. Benutze Umschalt-Sprinten, um dich im Kampf schnell neu zu positionieren und das Gegner zu erschweren, dich zu treffen. Ja, das, ja. Fähigkeiten. Okay, es kostet. Thank you.
Die halten jetzt schon ein bisschen mehr aus. Und ich kann endlich in der Siffe stehen, ey. Wie oft die mich irgendwie blockiert hatte bei irgendwelchen Räumen. Und das Gebiet hätte ich wahrscheinlich... Bei diesen 9 Gegner. Okay. Also noch härtere. Als beim Dingens sein sollten. Im Alan Wake DLC. Wir waren ja nur 8. Ich kann 3 Punkte einnehmen. Und mal hören, was die zu sagen haben. Ranger Captain notiert 7,28. Moment. 6, 7? Ist ja egal. Immer noch im Fungusbereich. Olli frisst das Gemüse jetzt. Warum auch nicht? Mama hat gesagt, isst dein Gemüse. Aber zu viel macht die Haut grün. Wie bei Olli. Hey Olli, was hast du gefunden? Immerhin habt ihr Spaß. Ist die das Gegend? Die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Naja. Das ist irgendwie hübsch. Nein, nicht. Aua. Ich habe noch nichts fliegen gelernt. Im TV, ne? Self. Ah, den Kampf hätte ich wahrscheinlich noch überlebt. Wenn ich ihn dann nach dem TV schon direkt gemacht hätte. Aber ich hätte die Immunität kriegen können. Ist das die Quelle? Ist... Nein, nicht. Knapp. Ich darf mich von dem irren Scheiß hier nicht mehr so überraschen lassen. Oh, hier ist ein Weg. Überraschung, Überraschung.
So gut. Will noch mehr. Gemüse ist gesund. Schnellreise zur Grube. Ja, die Grube ist ganz unten, ja, stimmt. Aktiver Grenzbereich. Schnellreise, aktiver Grenzbereich. Halte Ausschau nach Modifikationen mit individuellen Namen. Aussprache gut. Wieder da, wie ich sehe. Guten Tag. Und Ihnen wächst kein Fungus aus den Augen. Meine Pille hat also funktioniert. So, jetzt sagen Sie schon. Haben Sie die Quelle gefunden? Haben Sie doch, oder? Ich habe eine große, böse Pflanze gefunden. Riesig. Und sie getötet. Getötet? Sie haben die Quelle gefunden und sie vernichtet? Von einem lebenden Exemplar hätte ich so viel lernen können. Ihr Mitgefühl ist geradezu herzerwärmend. Wirklich. Hier, ich habe eine Probe davon mitgebracht. Ein Stück des innersten Fungus? Sie sind also doch kein ganz hoffnungsloser Fall. Seltsam. Vollkommen anders, selbst äußerlich. Eine weitere Wachstumsphase vielleicht? Bitte, kein Wachstum mehr. Dann wird es Sie freuen, dass der Beschnitt des Wesens an der Quelle das Wachstum des Fungus bereits deutlich verlangsamt hat. Sie haben mir Zeit für weitere Studien verschafft. Und was jetzt? Gut, dass Sie fragen. Während Sie in der Grube waren, wurden Funguswerte jenseits des Grenzbereichs gesichtet. Sie konnten den Rangern unbemerkt entkommen. Es gibt einen Grund, warum ich Steve und Andy nicht mit den anderen zur Quelle geschickt habe. Diese unsteten Wirte müssen umgehend ausgeschaltet werden. Ihre Körper können den Fungus immer noch verbreiten. Wissen Sie, wo sie hin sind? Die Wirte, die ich beobachtet habe, sind nicht gerade lebhaft. Hier, diese Berichte werden helfen, sie zu finden. Ich kümmere mich um sie. Gut. Und beeilen Sie sich. Das kann man auch netter sagen. Okay. Bis später, Rhea. Dr. Underhill, bitte. Ja, ja. Seien Sie vorsichtig, Ma'am. Der Bereich ist unter Quarantäne. Fungusentfernung. Mit ein bisschen Glück. Zentrale Forschung, Ritualabteilung, Parapsychologie. Es könnten vielleicht auch die Bereiche sein, wo der Fungus war. Nein, ich möchte nicht mit euch spielen. Das wäre dann da hinten. Hübsch. Haben die jetzt plötzlich alle her? Ach shit.
Achte auf deine Umgebung, du erleidest tödlichen Schaden, wenn dein Sturz zu tief ist. Jo. Zum Glück kann ich nach unten gleiten mittlerweile. Bin noch ganz hier unten, oh je. Zentrale Forschung. Aber hier bin ich eigentlich ziemlich weit oben, ne? Das ist, glaube ich, unter mir. Nee. Naja, so etwa. Wird nichts, so wie ich jetzt angeschlagen bin. So. Okay, also das ist einfach ein versteckter Ort. Nichts damit zu tun. Ausrüstung. Du darfst gehen, du darfst gehen. Auch, du auch. Okay. Gibt es da mittlerweile was Schöneres? Wahrscheinlich nicht. Der Schadensschub wäre auch zu schön. Gibt's hier was Neues? Okay. Ah, okay, da gibt es wirklich was Neues. Mehr Leben ist ja doch schon mal schön. Eins der Sachen, die ich mir gewünscht habe.